Noch ist er einsam, aber jetzt geht's mit einem nächsten Highlight weiter. Das nächste Highlight. Yannick Leperz, Felix Wolf, Jan-Philipp Glania im Kampf um das Olympiaticket über 200 Meter Rücken. Und das ist Jörg Hoffmann. Drei der Kandidaten, die jetzt um die Plätze fighten, hat er vorbereitet in Potsdam. Und die Frage ist, machen die das unter sich aus oder kann der Frankfurter Jan-Philipp Glania auf der fünften Bahn, das ist die obere gelbe Bahn, da noch mit hineinkommen? Glania, Leperz und Wolf oben zu sehen. 5, 6, 7 die Bahnen in Führung nach 50 Metern. Nahezu gleich auf. Und das ist aus Sicht von Yannick Leperz, der sich schon qualifiziert hat über die 400 Meter Lagen. Genau das richtige Renntempo. Aber Glania mit der dunklen Kappe. Jetzt fährt die Kamera darauf zu. Unter der oberen gelben Leine, leichter Vorsprung bei Halbzeit des Rennens für den Frankfurter. Wieder starke Technik bei der Wende von Jan-Philipp Glania. Und das ist schon eine Aufgabe für die Potsdamer, die sich nach Kräften mühen. Für Leperz, für Wolf, auch für den jungen Christian Diener. Auf dieser Strecke 200 Meter Rücken geht da auf einmal wieder was für die deutsche Elite. Das sieht souverän aus, was Glania da macht. Das ist richtig schnell vor allem. Er ist im Bereich des deutschen Rekordes von Helge Mefe. Und jetzt die Attacke von Yannick Leperz. Eine Bahn über ihm. Gleich werden wir es noch mal in der Totalen sehen. Da, also jetzt als erster aufgetaucht. Jan-Philipp Glania von der SG Frankfurt. Überraschend schnell. Und Leperz, auch ein neuer Stern. Auch schon im neuen Olympiateam für London dabei. Aber er kommt nicht hin. Er schafft es wahrscheinlich nicht mehr, ihn zu bekommen. So stark ist dieser Jan-Philipp Glania. Und schauen wir auf die Zeit. Sie ist im Bereich des deutschen Rekordes. Schwimmt der hier deutsche Rekord? Jawohl, Jan-Philipp Glania mit neuem deutschen Rekord. Und auch Leperz, richtig schnell, Alex. Das ist der neue deutsche Rekordhalter, Jan-Philipp Glania. 6 Jahre hatte der Bestand, der alte, von Helge Mef hier in Berlin aufgestellt. 2006. Und Yannick Leperz knapp geschlagen, aber auch noch im Bereich der Olympianorm. Schafft es, sich zu qualifizieren über die 200 Meter Rücken. Und das ist ja wirklich eine klasse Geschichte. Da haben wir wieder zwei Rückenschwimmer. Fast 15 Jahre gab es gar nichts auf dieser Strecke aus deutscher Sicht. Seit Ralf Braun 1998 Silber gewann bei den Weltmeisterschaften. Und jetzt gleich wieder zwei, die im Bereich der Weltklasse sind. Und wie stark das aussieht, nicht nur bei Glania, auch bei Leperz. Wenn wir immer von der Norm sprechen, woran orientiert sich die Norm? An Platz 10 von der Weltmeisterschaft. Da ist ja 2,3 Sekunden drunter. Das ist jemand, der schwimmt vielleicht sogar um Medaillen mit. Irre, was hier los ist. Und jetzt freuen wir uns nach diesem fantastischen Rennen auf einen, der es richtig gut kann, nämlich auf Paul Biedermann.